Mamazone ist ja ein langjähriger Charity-Partner von uns, der ursprünglich in Augsburg gegründet wurde, inzwischen aber in ganz Deutschland vertreten ist. Liebe Frau Welter, darf ich bitten, Sie sich kurz vorzustellen? Schönen guten Tag, mein Name ist Biggi Welter. Ich bin 2007 selbst erkrankt an Brustkrebs mit 41 Jahren und dank Mamazone habe ich die Zeit eigentlich ganz gut durchlebt und überstanden. Und seitdem engagiere ich mich auch für Mamazone, habe angefangen als Regionalbetreuerin, habe dann das Mobil mit der Frau Hanke übernommen und bin jetzt seit guten 4 Jahren im Vorstand. Ja, das ist ja schön. Wir freuen uns ja, dass wir zum Weltfrauentag 30.000 Euro an Mamazone spenden dürfen. Und ich möchte Sie fragen, Frau Welter, was haben Sie oder was hat Mamazone mit dem Geld vor? Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Spende und auch dafür, dass ihr von Anfang an bei uns wart und uns immer unterstützt habt. Mit Ihrer Spende möchten wir das Mama Mobil, das Fahrzeug, das ihr uns eben gespendet habt, weiterhin fahren. Wir machen Veranstaltungen wie Frauentage, Kongresse, Messen, Frauenläufe. Und fahren da mit dem Auto hin und haben so ein Brusttastmodell. Und die Frauen lernen, wie man richtig tastet und sprechen einfach auch über Brustkrebs. Und mit eurem Geld können wir einfach den Unterhalt des Wagens finanzieren. Wir können die Fahrt- und Hotelkosten übernehmen, die Messegebühren. Heuer ist ziemlich viel schon geplant in Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt. Und wir hoffen, wir können es diesmal nicht nur virtuell machen. Ja, das hoffen wir auch ganz, ganz arg, weil das ist doch schön. Und ich muss dazu sagen, das Mamo Mobil entspricht ja auch genau unseren Zielen bei AWO. Und wir möchten über Brustkrebs sprechen. Wir möchten, dass Frauen ihren Körper kennenlernen, ganz besonders ihre Brüste. Und deswegen passt eben das Mamo Mobil ganz, ganz wunderbar zu unseren Zielen, weil wir möchten, dass Brustkrebs ganz früh erkannt wird, weil wir wissen, dann ist er in vielen Fällen sehr gut noch heilbar. Genau. Was genau verbindet Sie denn persönlich mit dem Mamo Mobil, Frau Welter? Also für mich ist das Mobil einfach, ich habe ganz Deutschland kennengelernt. Also wir hatten Frauentage oder Patiententage in Garmisch und wir sind auch schon nach Grömitz an die Ostsee gefahren und standen da an der Strandpromenade mit unserem Brusttastmodell und die Frauen im Urlaub waren total entspannt und man ist wirklich gut ins Gespräch kommen. Und viele Frauen trauen sich einfach nicht und sagen erstmal, ach nee, will ich doch nicht. Und wenn man dann so ein bisschen erklärt, dann stehen viele da und fangen an zum Tasten. Und ja, wir haben wirklich schon viele gute Gespräche gehabt und auch Frauen, die dann eine Rückmeldung gegeben haben und gesagt haben, ja, ich habe das am Abend in Ruhe gemacht und tatsächlich hat man was gefunden. Also gerade diese Vorsorge. Das ist ja ganz wichtig. Ja, gibt es auch ein ganz besonderes Erlebnis, was Sie da vielleicht mal hatten, als Sie mit dem Mamomobil unterwegs waren? Wie gesagt, es ist einfach so, dass es wahnsinnig schnell richtig gute Verbindungen gibt mit den Frauen, dass da so viel entsteht. Die Frauen öffnen ihr Herz und auch Patientinnen kommen und verstehen es einfach viel besser, wenn da jemand ist, der weiß, wie es ist. Und da traut man sich auch. Viele sagen, ach, das kann ich gar niemand sagen, aber bei euch geht es. Und ich habe damals die Uschi Goldmann-Posch kennengelernt, selber völlig verzweifelt. Und sie kam her, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, hey, ich bin dein Buddy. Und das hat mich lang getragen. Und das möchte ich weitergeben. Ich habe ja inzwischen das Glück gehabt, dass ich einige von Ihnen, also Sie und auch Ihre ganzen Kolleginnen bei Mamazone kennenlernen durfte. Und man muss dazu sagen, das sind ja wirklich starke Frauen bei Mamazone, angefangen von ihrer Gründerin, Frau Goldmann-Posch, die inzwischen ja leider schon verstorben ist, bis dann zu vielen anderen Frauen, die ich kennenlernen durfte. Und auch Sie sind ja eine starke Frau mit dem, was Sie leisten, mit dem Mamamobil. Gibt es was, wie würden Sie denn starke Frauen definieren? Was sind für Sie starke Frauen? Für mich persönlich ist eine starke Frau eigentlich jede Frau, die versucht, also gerade jetzt während ihrer Erkrankung weiterzuleben. Und es gibt so viele kranke Frauen, die trotzdem Kinder daheim haben oder Eltern pflegen oder einfach versuchen, weiterzumachen und dann sogar auch noch Hilfe weiterzugeben und andere zu trösten oder zu sagen, so und so ist es. Und ja, Buddy sein, das ist für mich Stärke. Ja, ich glaube, da kann ich mich anschließen, denn bei uns geht es ja auch am Weltfrauentag, dies Jahr ganz stark um starke Frauen. Und ich freue mich, dass wir mit den starken Frauen von Mamazone zusammenarbeiten dürfen. Und vielen Dank für das Interview, Frau Welter. Herzlichen Dank an Sie.